Hallo ihr Lieben, heute geht es mal wieder um Shopping-News. Ich habe so ein paar Sachen heute gekauft, weil ja die Glamour Shopping Week heute angefangen hat. Und dann habe ich noch so ein paar andere Sachen in den letzten Wochen gekauft und ja, die zeige ich euch jetzt einfach mal. Also es geht einmal um ja so ein paar Fashion-Sachen und dann geht es auch um Kosmetik. So, fange ich mal an mit zwei Sachen, die ich mir schon vor längerer Zeit gekauft habe. Die habe ich auch schon, beziehungsweise die eine Sache habe ich schon bei Instagram gepostet. Und zwar sind das diese beiden schönen Ohrringe in Gold. Und die sind von H&M für 4,95 Euro, glaube ich. Und zwar sehen die so aus. Sind sehr groß, aber finde ich mega cool zum Feiern gehen und also erinnern mich schon ein bisschen an Weihnachten, aber ja, ich werde sie auf jeden Fall auch so außerhalb von Weihnachten umtun. Also zum Weggehen werde ich die auf jeden Fall anziehen, zum Beispiel heute. Dann habe ich mir noch eine Kette gekauft und zwar ist die auch von H&M, auch für 4,95 glaube ich. Da war leider ein falsches Etikett dran, aber da die liebe Annette, Nette 1986, eine liebe Freundin, die sich nämlich auch vorher gekauft hatte und die Mrs. Scatterbrain, die Jill, sich die auch geholt hat, hat die mich zum Glück darauf aufmerksam gemacht, dass da ein falsches Preisschild dran ist und dann habe ich die natürlich auch für 4,95 gekriegt. Finde ich total schön. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wie ich die anmalen soll. Weil ich möchte die ja gerne noch länger behalten. Und damit die mir nicht so schnell anläuft, muss ich die auf jeden Fall irgendwie mit Klarlack noch bepindeln. So, das war es vor längerer Zeit. Dann habe ich mir online was bestellt. Und zwar von Gertz. Das habe ich irgendwie in der Werbung bei YouTube, glaube ich, an der Seite, da lief da so eine Werbung von Gertz und da habe ich mir die Schuhe hier bestellt. Aber ich weiß irgendwie noch nicht so ganz, ob ich die behalten soll. Also ich habe jetzt noch ein paar Tage Zeit, um zu überlegen. Ich ziehe die irgendwie jeden Tag an mit verschiedenen Hosen und so. Und ja, diese Schuhe sind das hier. Die kosten online eben 59 Euro, aber irgendwie haben die mir vom Konto nur 55 abgezogen. Ja, sind eben mit so einem Keilabsatz und sehen dann so aus. Finde ich eigentlich ganz cool, aber ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden. So, dann habe ich noch eine ganz tolle Tüte von einer Freundin geschenkt bekommen. Und zwar kommt die nämlich ursprünglich aus Kanada. Und die ist ab und zu mal in Deutschland, weil ihre Mama jetzt wieder hier lebt. Und da hat sie mich, bevor sie hier hingekommen ist, hat sie mich gefragt, was ich denn gerne haben möchte, ob sie mir irgendwas mitbringen soll. Und da habe ich ihr so ein paar Sachen gesagt. Und ja. Und da hat sie mir die auch mitgebracht. Jetzt sehe ich gerade, dass ich eine Sache vergessen habe. Einen Moment. Oh Mann. Ich finde es jetzt hier in dem Chaos nicht. Mist. So, hier bin ich wieder. Tut mir leid, ich finde das jetzt gerade nicht. Ich habe nämlich so einen richtig coolen Nagellack von ihr noch geschenkt bekommen. Und zwar einen von Sally Hansen. So ein Instain, was weiß ich, die innerhalb von wenigen Sekunden trocken sind. Ich habe hier irgendwie so ein Chaos, weil ich nämlich auch bei einem Trödelmarkt mitmache, wo ich gleich noch meine Ankündigungen zumache. Ja, deswegen ist hier ein riesen Chaos und ich finde irgendwie gar nichts mehr. So, aber ist ja auch egal. Ich kann ja trotzdem zeigen, was ich hier sonst noch habe. Dann hat sie mir noch einen Sally Hansen Crackle Overcoat. Die gibt es ja hier auch, aber das wusste sie nicht. Und deswegen hat sie mir mal so einen mitgebracht von Sally Hansen. Der trocknet auch total schnell. Fuchsia Schock heißt der. Und in so einer pinken Farbe, also noch eigentlich krasser, der noch so ein bisschen ins Rötliche geht, ist eben auch dieser andere. Und der ist mega cool. Und dann hat sie mir noch hier so ein cooles Body Kiss, ja, so eine Body Lotion mitgebracht. Das ist so mit Schimmer und Rosa und finde ich total schön mit so einem Pumpspender. Und das ist alles von La Senza. Das gibt es in
Rom, Montreal, Istanbul, Paris, Shanghai, New York, Moskau, Geneva, London, Sydney, Caracas, Kairo. Also so. In solchen Städten gibt es das. Ja. Auf jeden Fall dieses hier noch. Und dann noch so ein cooles Body Spray, auch von La Senza. In der Sorte Berry Sassy. Ist auch so ein mit so Glitzer und oh, das riecht so geil, ne? Und das riecht vor allem auch so lange. Da frage ich mich immer, warum können die in Deutschland nicht solche Sachen herstellen? Ja, und dann habe ich ihr gesagt, ich hätte gerne den Eos Lippenbalm, weil der kostet da ja echt einen Apfel und ein Ei. Also hat meine Freundin mir dann gesagt, als ich ihr gesagt habe, wie teuer der hier ist, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, und jetzt habe ich ihn auch. Und zwar, welche Sorte habe ich denn? Keine Ahnung. Summer Fruit. Und zwar ist der hier rot und 100% natural, 95% organic. Keine Ahnung. Und ja, ihr kennt ja den Eos Lippenbalm, ne? Der hier so. Und der riecht auch total lecker und schmeckt total lecker. Und ha, ja, ich bin froh, dass ich ihn geschenkt bekommen habe. Wenn du das Video mal irgendwann sehen solltest, Dankeschön, Sarah. Ja, und dann hat sie mir noch eine ihrer Lieblingsschokoladen mitgebracht. Und zwar heißt die Cadbury Caramel. Da habe ich auch schon ein Stück von gegessen und die ist wirklich sehr lecker. Das ist so eine dickere und dann ist da Karamell innen drin. Ja, das hat sie mir alles mitgebracht. Und da habe ich mich total gefreut. Ja, gut, dann war ich heute shopping mit der Annette, mit der lieben Nette. Und das war ganz schön. Und, ach nee, vorher hatte ich noch einen Trommelworkshop mit dem Kindergarten. Und da bin ich nämlich bei Seemann reingegangen und da habe ich mir Wolle geholt. Und, ja, Stricknadeln und Wolle. Was glaubt ihr, was ich mache? Stricken. Ja, ich wollte mir eine Mütze selber machen. Nachdem so viele Leute irgendwie sich eine Mütze selber machen, bin ich jetzt auf einmal auch voll auf den Trip, mir eine Mütze zu machen. Ja, ich hoffe, dass die Wolle hier reicht, weil das war das letzte Wollknäuel und ich muss jetzt noch irgendwie auf Suche gehen, um das Wollknäuel zu nachzukaufen. So, jetzt war ich aber wirklich mit der Nette unterwegs und dann waren wir auf Shoppingtour mit der Glamour Shopping Card. Und zwar waren wir da in mehreren Läden und bei Gina Tricot habe ich mir zum Beispiel hier diesen Schal gekauft. Und zwar sieht der so aus, das ist so ein Baumwollschal und dann hat der aber wie so ein Strickmuster drauf. Ist ein Rundschal und innen ist der irgendwie ganz kuschelig mit so einem, was weiß ich, Kuschelmaterial. Und der hat 10 Euro gekostet. Ja, und dann minus 20% irgendwie, keine Ahnung, was ich da jetzt genau bezahlt habe. Weil ich habe mir nämlich auch noch Zebra-Unterwäsche gekauft, die ich aber jetzt nicht zeige. So, ach so, hier habe ich den Kassenbon noch. Was habe ich denn jetzt bezahlt? Für Unterwäsche und Schal habe ich jetzt zusammen 25,37 € bezahlt. Ja, dann waren wir noch bei Kiko, da gab es ja auch 20%. Da habe ich mir 4 Sachen gekauft für insgesamt 16,96 €. Ich habe Rabatt 4,24 € gehabt. Jetzt auf die Sachen. Also habe ich quasi eine Sache schon fast umsonst gekriegt. Und ich habe nur blaue Sachen gekauft. So, zum Beispiel habe ich mir einen blauen Kajal gekauft. So einer hier ist das. Die sollen alle so longlastig sein. Und ich bin ja sowas von auf einem Blautritt im Moment. Und ich habe so einen dunkelblauen, hatte ich jetzt noch nicht. Dann blaue Mascara. Dann blauen, so ein Stift hier.
Hier sieht man unten, dass der auch blau ist. Ich habe jetzt die Dosen so ausgepackt, dass ich nicht mehr weiß, welche Nummern das sind. Aber ist ja auch egal. Und zu guter Letzt noch ein Glamorous Pencil heißt der jetzt. Das ist so ein Schimmerblau. Ja. Finde ich sehr, 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 sehr schön, die ganzen Sachen. Und ich freue mich. Ja. Dann waren wir kurz bei DM, weil die Nette eine neue Wimperntusche brauchte. Und da haben wir bei Catrice entdeckt, da gibt es einen neuen Metal Brushed Effekt Lack. Und zwar heißt der Steal My Heart. Den halte ich, also diesen anderen, den blauen, Have Met Your Mother und wie heißt der andere? Metal, ne, auch irgendwas mit Steel meine ich. Ja, auf jeden Fall ist das dieser graue und blaue und der ist jetzt hier so, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, der ist hier so lila. Und da bin ich sehr gespannt, wie der aussieht. Den musste ich natürlich auch unbedingt haben. Dann waren wir noch bei Six. Da gab es auch 20%. Und da habe ich mir zwei Ringe gekauft. Und zwar einmal diesen coolen hier. Oh, den finde ich so schön. Da hat die Nette mich mit angefixt. Ich wollte den, ich wollte eigentlich mir überhaupt gar keinen Schmuck kaufen, aber den musste ich unbedingt haben. Das ist so ein Doppelring. Moment, ich zeig das mal eben. Und zwar sieht der so aus hier. Und ja. Finde ich total, total schön. Und dann habe ich mir noch einen anderen Ring gekauft. Der ist richtig cool. Und zwar ist das nämlich ein Indianer. Die haben jeweils 6 Euro, also 5,95. Ja, und dann gab es ja auch noch diesen Rabatt. So, ist das hier ein Indianer. Und dann hat der hier so echte, was weiß ich, Kunst, vielleicht auch echte Federn als Schweif. Fand ich richtig cool. Und dann habe ich mir noch Ohrringe gekauft. Und zwar so kleine, wie nennt man die? Hirsch, Rehe, keine Ahnung. Und zwar feiern wir nämlich im Kindergarten Oktoberfest. Und da habe ich gedacht, da würden die super gut zu passen. Und die kann ich eben auch hinterher noch dran tun, ne? Ja. Die haben 4 Euro gekostet. 3,95. Den Kassenbon davon habe ich jetzt hier irgendwie nicht, was ich da jetzt insgesamt bezahlt habe. So. Und dann, ach, bei Bijou. Wo habe ich das denn? Bei Bijou Brigitte habe ich mir auch noch so ein Haarband gekauft in so einem ja, blau-weiß kariert. Weiß ich gar nicht, wo ich das habe. Hm. Keine Ahnung. Ach, hier habe ich auch noch Sachen drin, die ich euch noch zeigen wollte. Ach, die zeige ich euch dann anschließend. Ja, gucken wir jetzt erstmal, was ich noch bei Schmuckrausch gekauft habe. Das war dabei auch 20%. Und zwar habe ich mir da Ohrringe gekauft und zwar für 2,95. Und zwar sind das hier so Tinkerbells, also so Feen. Fand ich total süß. Und so kleine pinke Noten für auch 2,95. Und dann habe ich mir noch eine Kette gekauft. Und zwar ist das hier so ein Lederband. Und dann hat das hier unten so einen coolen Adler. Und wenn er dann so hängt, dann hat er auch seine Flügel ausgebreitet. Finde ich total cool. Jo, das war's, was ich mir von der Glamour Shopping Card gekauft habe. Ist ja auch genug, ne? Und jetzt habe ich noch ein paar andere Sachen, die ich mir noch bei DM gekauft habe. Und zwar einmal die Nivea Matte Beauty getönte Feuchtigkeitspflege habe ich mir gekauft, weil die eben, weil da drauf steht, dass die Haut mattiert und auch für Erwachsene unreine Haut und so weiter ist. Ja. Und eben getönt ist, ne? Die Farbe ist auch ganz gut, aber die deckt leider nicht so gut und die hält auch nicht so lange matt.
Aber die riecht gut und ja. Aber ob ich sie jetzt weiterempfehlen würde, weiß ich nicht. Ist nicht schlecht, aber auch nicht so überragend. Na, dann habe ich mir noch Nagellacke gekauft und zwar einmal aus der Kuruba Limited Edition habe ich mir diesen Nude noch geholt. Der war in so einer Grabbelkiste, der war nicht runtergesetzt, aber irgendwie musste ich den, hat der mich auf einmal gerufen und ich musste ihn unbedingt haben. Und dann habe ich mir noch aus der Upper Wild Side LE, habe ich mir noch Wild Wild West Side geholt und zwar da dieses Orangene. Und da stand drauf oben Suede Effekt und das hat mich irgendwie so angesprochen, weil ich diesen Metal Effekt ja so cool finde. Da habe ich mich gefragt, was ist ein Suede Effekt? Und dieser Effekt, der, also es trocknet auch ziemlich matt, also nicht so glänzend. Und dieser Schimmer kommt da aber sehr gut bei raus. Also irgendwie so, da kann man ja gar nicht erklären, wie das trocknet, aber finde ich sehr schön. So, und dann habe ich mir meinen ersten Essie-Nagellack gekauft und zwar den Fiji, den ja auch so viele haben. Und den habe ich eben auch zum Glück noch in so einer Grabbelkiste gefunden. Den kennt ihr ja, habe ich auch drauf und ich finde die Farbe auch super, super schön, nur den Auftrag finde ich leider nicht so gut. Was ich allerdings wieder gut finde, ist, dass der schnell trocknet und weil man ja zwei Schichten davon braucht, braucht man zum Glück nicht so lange warten. Ja, dann habe ich mir noch zwei Lippenstifte gekauft und zwar aus der, wie heißt die Nummer? Hollywood's Fabulous 40s LE von Catrice. Habe ich mir als erstes nämlich den Holly Rosewood geholt. Den, also ich wollte eigentlich davon gar keinen, weil ich bin ja überhaupt eigentlich gar kein Pink-Träger auf den Lippen. Aber irgendwie hat der mich total angesprochen, weil die Nette nämlich auch gesagt hat, die hätten so einen tollen Auftrag und so weiter. Ja, habe ich mir die doch geholt. Also jetzt, Nette, weißt du Bescheid, du bist schuld. Und ja, da habe ich mir diesen hier geholt. Der ist eben so ein dunkles Pink. Und habe ich auch ein Foto bei Instagram gepostet. Ich habe den auch den ganzen Tag drauf gehabt. Jetzt habe ich allerdings von Lush auch das mit drauf getan. Ja, ich mache den einfach jetzt nochmal drauf. Ja. Sieht eben so aus. Wenn ihr den schön findet und den noch bekommen könnt, dann würde ich den auf jeden Fall empfehlen, weil der hält sehr lange auf den Lippen und der schmeckt auch sehr gut und so. Und deswegen, als ich dann da diese Sachen in der Grabbelkiste gefunden habe, habe ich diesen auch noch gefunden, den gab es nämlich woanders nicht mehr. Und zwar ist das Marlenes Favorite. Und zwar ist der nämlich ein bisschen heller als der Holly Rosewood. Und deswegen habe ich mir den auch noch mal mitgenommen. Weil irgendwie bin ich im Moment auf Pink-Trip. So. Ich weiß nicht, ob man jetzt den Unterschied erkennt. So. Ja. Das war's, was ich so eingekauft habe, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen, große, kleine Einblick. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!